Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und der nachfolgende Rechtsstreit, der klingt so kurios, als hätte ihn Hollywood selbst geschrieben. Und dabei geht es um Hollywood. Eine satanistische Sekte verlangt jetzt 150 Millionen Dollar von Netflix. Warum? Weil Netflix denen ihren Satan gestohlen haben sollte. Was es damit auf sich hat, ob die eine Chance haben und ob Netflix wirklich Satane oder wie heißt der Plural eigentlich klaut, das klären wir in diesem Video. Ja, schon am 29. Oktober hatte er es angekündigt auf Twitter. Lucian Greaves, das ist, wenn man so sagen will, der Chef der Sekte satanistischer Tempel in den USA, sagte damals: "Yes, we are taking legal action regarding the chilling adventures of Sabrina." Also mit anderen Worten, ja, wir werden rechtliche Schritte gegen die Netflix-Serie Sabrina einleiten. Warum wollte er das? Nun, weil er sagt, wir haben eine Figur erschaffen und diese Figur, die wird von Netflix verletzt und darin sehen wir eine Copyright-Verletzung. Doch fangen wir mal an, um welche Figur geht es überhaupt und was ist der satanistische Tempel und wieso wollen die 150 Millionen Euro von Netflix haben. Der satanistische Tempel, der ist 2013 von eben besagten Lucian Greaves, der eigentlich Douglas Mesner hört und von Malcolm Jerry gegründet worden. Wichtig ist, dass dieser Tempel sich eben distanziert von irgendwelchen okkulten Machenschaften. Die sagen, wir sind zwar Satanisten, aber mit dem ganzen Kultgedönse haben wir nichts zu tun. Die haben sich also ein paar Grundsätze, ethische Grundsätze ihrer Sekte aufgestellt. Sie sagen, wir streben nach dem Einklang mit der Vernunft, wir streben nach Gerechtigkeit, der eigene Körper ist unantastbar, wir wollen die Freiheiten anderer respektieren. Klingt also erstmal alles cool und gut. Und was sie nicht wollen, ist, dass der Staat sich in irgendeiner Weise mit Religion verquickt. Und aus deren Sicht macht der Staat das aber immer dann, wenn Christusstatuen irgendwo aufgestellt werden. Dann heißt es, oh, hier verquicken sich Staat und Religion, das ist verboten. Und dagegen protestieren die auch immer recht heftig. So zum Beispiel im Jahre 2014, da sollte in Oklahoma eine 10-Gebote-Statue aufgestellt werden. Es wurde sofort eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und diese Crowdfunding-Kampagne hat dazu geführt, dass eine 2 Meter hohe Statue geschaffen worden ist, die dann auch aufgestellt werden sollte von diesen Satanisten. Und auch diese Statue, die zeigt der Lucian Greaves jetzt auf Twitter. Er sagt, for purposes of comparison, also zu Zwecken der Vergleichbarkeit, zeigt er, ich glaube, oben seine Statur und unten die Netflix-Statur. So, das mache ich jetzt hier mal groß, damit ihr das auch sehen könnt. So, also oben zeigt er seine Statur, unten die Netflix-Statur. So, man sieht also jetzt hier einen Satan oder ja, jedenfalls eine Figur mit einem Ziegenkopf, der die Finger hebt, 2 Finger in die Luft hebt und 2 Kinder, die diesen Menschen anbeten. Auf dem Bauch haben die jeweils was Unterschiedliches. Also wer das genauer nachsehen will, ich habe diesen Twitter-Post hier drunter mal verlinkt. Und man muss tatsächlich sagen, ja, das sieht erstmal ziemlich ähnlich aus, so dass auf Twitter jetzt alle sagen, ja klar, Netflix hat geklaut von den Satanisten. Diese Figur, die eigentlich dafür da war, gegen die 10 Gebote in Oklahoma zu protestieren, die über Crowdfunding überhaupt erst gebaut werden konnte, wird jetzt einfach mal so eben von Netflix übernommen. Und das wollen sich die Satanisten nicht bieten lassen. Vor allen Dingen sagen sie, naja, die Urheberrechtsverletzung ist das eine und auch unsere Markenrechtsverletzung, aber viel, viel schlimmer ist für uns, dass wir plötzlich mit diesen bösen Satanisten aus der Serie Sabrina in einen Topf geworfen werden, weil eben auch dort diese Figur eine Rolle spielt. Und wir sind doch gar keine Bösen, wir sind die lieben Satanisten. Und deswegen sagt er, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ja, sah ja auch erstmal so aus, dachte ich mir auch. Und dann habe ich mal weiter recherchiert, um was für eine Figur handelt es sich. Es handelt sich um eine Figur des
Baphomet. Baphomet. So, Baphomet, B-A-P-H-O-M-E-T. Kann man einfach mal in der Google Bildersuche eingeben und da sieht man, dass dieser ziegenkopfartiges Mensch, was auch immer ist, ja, im Satanistenkreisen hinlänglich bekannt ist, ja, und es ganz, ganz viele Abbildungen davon gibt, versuche ich auch mal hier in die Kamera zu halten, und man sieht also, das haben die Satanisten dort jedenfalls in Amerika nicht erfunden, das gibt schon seit hunderten Jahren, dieses Bildnis, und insofern kann man sehr vortrefflich darüber streiten, ob das hier wirklich eine Urheberrechtsverletzung sein kann. Ja, muss man sagen, wenn ausgeprägte Elemente übernommen worden. Und jetzt sagen die Amerikaner, also der satanistische Tempel, tja, was waren denn unsere Elemente? Ja, unsere Elemente waren zum Beispiel, dass wir die Frauenbrüste, die diese Figur normalerweise immer hat, durch Männerbrüste ersetzt haben und wir haben zwei Kinder noch daneben gestellt, die raufzeigen zu dieser Figur. Ob das allerdings reicht, darüber kann man streiten. Wikipedia hier sagt, mit dem Namen Baphomet wurde in südfranzösischen Protokollen des Templerprozesses ein angeblich von Tempelrittern verehrtes Symbol bezeichnet. Also darum geht es, ja, schon lange her, dass es dieses Symbol gibt, schon insofern sieht man auch auf Wikipedia immer wieder das gleiche Symbol, aber eben meist mit Frauenbrüsten. Und reicht das aus, wenn man die Frauenbrüste dann durch Männerbrüste ersetzt? Ja, das kann sein. Und das, was ich hier gesehen habe, ist auch wirklich auch in den Proportionen und in dem Gesamtdesign so ähnlich, dass ich sagen muss, Netflix, das könnte möglicherweise hier eng für euch ausgehen. Auch wenn die Sekte das vielleicht jetzt gemacht hat, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Naja, ich sag mal so, Netflix kriegt auch eine Menge Aufmerksamkeit durch den Prozess jetzt. Aber ich muss sagen, auch wenn die Figur schon existent war in der Vergangenheit, wenn sich nachweisen lässt, dass hier genügend individuelle Merkmale jetzt hinzugekommen sind, wie zum Beispiel das Hinwegnehmen der Frauenbrüste, ersetzen durch Männerbrüste, das Hinzustellen der beiden Kinder an die gleiche Position, dann ist da auch nach deutschem Rechtsverständnis genügend Schöpfungshöhe, damit Netflix sich hier angreifbar gemacht hat und dann möglicherweise auch Schadenersatz zahlen muss. Wie viel Schadenersatz ist denn hier in Deutschland drin? Naja, jedenfalls keine 150 Millionen Dollar. Das ist schon mal klar. Hier in Deutschland würde das Ganze wesentlich günstiger werden. Aber was auch in Deutschland der Fall wäre, man könnte sagen, die Figur muss aus der Serie raus und fast in allen Folgen dieser Serie oder in der Hälfte aller Folgen ist auch die Figur zu sehen. Das könnte schwierig werden. Da müsste man wahrscheinlich mit Grafikern nochmal nachträglich daran, um das Ganze rauszunehmen. Ich bin also ganz, ganz gespannt, wie dieser Prozess hier ausgehen wird. Ganz frisch ist das Ganze. Gestern ist die Klage eingereicht worden. Wollt ihr das auch wissen? Dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Jetzt kommen einfach nochmal vielleicht hohe Kosten auf Netflix hinzu, 150 Millionen. Bei den 10 Milliarden Schulden, die Netflix hat, sind das natürlich Peanuts, aber wer so richtig haben wollen, wollen die das auch nicht. Vielleicht gibt es auch einen Vergleich mit der Sekte. Die Sekte war mir vorher unbekannt, jetzt ist sie populär geworden, blitzartig durch Netflix. Die sagen aber, wir sind die Guten und eben nicht die Bösen, so wie die Sekte in der Staffel Sabrina. Also, ihr könnt euch alle eure eigene Meinung bilden. Ist das eine Urheberrechtsverletzung oder nicht? Stimmt ab. Wir haben in der Community jetzt zeitgleich auch eine Abstimmung gestartet. Und das Bild, den Vergleich, den Tweet von dem Sektenführer, den habe ich euch hier unten auch verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr unsere Abonnenten wärt und wir euch täglich mit der kleinen Dosis Recht auf dem Laufenden halten können. Ich danke jetzt schon fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.